Sonntag 18 Uhr, neues Video von eurem Girl. Ja. Spätestens seit der neuesten GNTM-Staffel solltet ihr wissen, dass etwas anders ist. Und die einzig richtige Reaktion auf diese Aussage ist, wer heutzutage guckt noch GNTM? Einige Dinge ändern sich, Menschen mit Fokuhilas sind dabei und was ganz Neues und Außergewöhnliches, ältere Menschen. Was, die gibt es noch? McDonald's wird grün, Primark wird nachhaltig und GNTM wird divers und trotzdem ist die Sendung genauso unnötig wie vorher. Und die Frage, die im Raum steht, werden Firmen auf einmal alle divers und nachhaltig? Und wenn ja, welche Motivation ist dahinter? Will man wirklich ein Spiegel der Gesellschaft sein oder ist das eigentlich nur ein ausgeklügelter Marketing-Gag? Schlanke Frauen, lange, dünne Beine und Geiz ist geil Werbung. Und Marken wie Victoria's Secret dominierten den Markt und es gab in der Drogerie ungefähr 3 Hauttöne, hell, mittel und nochmal hell. Was genau hat sich verändert und was ist eigentlich Diversität und diese Nachhaltigkeit, von der alle sprechen? Dahinter steckt der Umgang mit Vielfalt in der Gesellschaft. Ein Konzept, was wertschätzenden, bewussten, respektvollen Umgang mit Verschiedenheit und Individualität anstrebt. Die Ziele davon sind Abbau von Diskriminierung und Förderung von Chancengleichheit. Genauso ist es natürlich auch mit der Nachhaltigkeit. Projekte wie Fridays for Future bewegen die Menschen dazu, mehr über die Umwelt nachzudenken. Videos über falsche Versprechen lassen uns mehr über unsere Kleidung nachdenken, wo sie herkommt und wo sie hingeht. Und genauso wird die Kritik auch immer lauter gegenüber der Fast-Fashion-Industrie. Aufklärung über Schönheitsideale wollen uns dazu bringen, uns selbst zu lieben und zu uns zu stehen. Der Umweltaspekt war eigentlich schon immer präsent, denn es gab schon seit Mitte der 70er Jahren eine Anti-Atomkraft, die gesagt hat, Atomkraft? Nein, danke. Es gab den Wunsch, gehört zu werden, schon vor Greta. Doch wie kommt der Wandel? Durch die Generation selbstverständlich, denn der Wertewandel prägt uns, prägt das, was wir sehen, was wir fühlen und der Fokus liegt auf der Selbstentfaltung, der Selbstverwirklichung und beispielsweise auch auf der Umwelt. Und das bei den meisten Jugendlichen sogar, obwohl die Fast-Fashion-Industrie boomt. Also tatsächlich ist es meistens sogar so, dass man irgendwie ein bisschen Bock auf die Umwelt hat, aber gleichzeitig hat man auch so ein bisschen Bock auf Fast-Fashion. Durch den Wandel der Zeit muss auch eine ganz bestimmte Gruppe mitziehen. Firmen. Plus-Size-Models, Transgender-Models oder Models mit Down-Syndrom. Immer mehr Firmen zeigen Diversity und spalten gleichzeitig mit Kampagnen die Gesellschaft. Beispielsweise Adidas. Das Bild kann ich euch jetzt tatsächlich nicht unzensiert zeigen, aber es hat auf jeden Fall Aufsehen erregt. Manche Kampagnen machen nicht mal Sinn, aber klingen gut. Stichwort Greenwashing. Beispielsweise wird mit Selbstverständlichkeiten geworben, mit zertifizierter Baumwolle und mit Sachen, die der Umwelt oder Kindern, die diese Sachen nähen, gar nichts bringen. Aber hey, es klingt gut. Die Zielgruppe, also wir und vielleicht auch noch die Generation vor uns, verlangen plötzlich ganz andere Sachen. Und durch die Globalisierung und durch Social Media kann man plötzlich viel mehr Menschen erreichen und ansprechen. Weshalb ihr auch oft so cringige Werbung von Firmen seht, die super cool und jugendlich wirken wollten für Jugendliche, wo man aber eigentlich weiß, dass da so 35-Jährige dahinter sind und das gar nicht jugendlich ist, sondern cringe. Welche Absicht steckt also dahinter? Ein Name, der einigen von euch was sagen wird, ist Victoria's Secret. Seit den 90er Jahren ist die Firma extrem populär. Gegründet von Roy Raymond mit dem Hintergrund, einen Ort für Männer zu schaffen, die sich wohlfühlen beim Kauf von Unterwäsche. Der Stil wurde inspiriert von dem viktorianischen Zeitalter und die ersten Victoria's Secrets Filialen waren geboren. Mit einem Jahresumsatz von 4 Millionen stand Victoria's Secret aber tatsächlich vor dem Bankrott 1982 und wurde gerettet von Wexner, der das Ganze dann an die Börse brachte. Von da an war tatsächlich auch der Fokus bei Unterwäsche die Frauen, nicht mehr die Männer. Erschwingliche Preise und Luxus war das Motto und die Marke wuchs. Und 1995 kamen auch die ersten Fashion-Shows, die berühmten Fashion-Shows, wo Victoria's Secrets Model über den Laufsteg gelaufen sind und die ganze Welt beeindruckt haben. Ein Traum von vielen Mädchen war es, als Victoria's Secret Angel über den Laufsteg zu laufen. Und das Ganze hatte natürlich auch seinen Preis. Besorgniserregende Diäten kombiniert mit ganz, ganz viel Sport, was einige sich auch als Selbstversuch aufgezwungen haben, beispielsweise in einem Video. Ab 2006 wurde dann eine Frau Chefin der gesamten Marke und der Umsatz stieg nochmal auf über 70%. Victoria's Secret war berühmt-berüchtigt für den Push-Up-BH. Ich habe persönlich gar keine Verbindung zu Victoria's Secret, noch nie. Ich habe nicht ein einziges Teil von denen, aber
anscheinend ist er ziemlich berühmt. Könnt ihr mir gerne schreiben, ob ihr euch damit auskennt. Dadurch natürlich, aber dass stetig sich alles verändert, war irgendwann der Ansturm nicht mehr so groß auf Push-Up-BHs, sondern auf Bralettes. Und Victoria's Secret hat den Wandel verpasst. Und auch durch das Body-Positivity-Movement änderte sich auch die Werbung und die Darstellung des weiblichen Körpers in der Werbung. Wohingegen Victoria's Secret immer noch an alten Werten und an einem alten Frauenbild festhielt, nämlich dass alle schlank und zwar super, super schlank sein müssen. Und so liefen Jahr für Jahr schöne, wunderschöne Angels über den Laufsteg, aber so richtig repräsentiert fühlten sich die Frauen nicht. Schlechtere Qualität, diskriminierende Aussagen, rückgängige Umsätze und ein veraltetes Frauenbild richtete dann das Unternehmen zugrunde. Woraufhin zum ersten Mal die Runway Show abgesagt wurde, weil das Unternehmen sich nochmal neu orientieren wollte. Ganz dringend. Und sie haben sich die Kritik auch zu Herzen genommen und mittlerweile findet man wirklich eine große Bandbreite an verschiedenen Models. Plus Size, dünn, jegliche Hautfarbe und auch ein Model mit Down-Syndrom, welches Victoria's Secret repräsentieren sollte und das hat auch eingeschlagen. Es wurde darüber berichtet, es war groß in den Medien und das war das erste Model mit Down-Syndrom, was jemals für Victoria's Secret etwas gemacht hat und es hatte auch seinen Erfolg. Und auch Adidas wirbt aktuell mit einem Model mit Down-Syndrom und will damit auch vermitteln, dass sozusagen nichts unmöglich ist. Die Frage hierbei ist, geht es Victoria's Secret wirklich um Diversität und einen Wertewandel oder eigentlich nur darum, seine Umsätze wieder zu steigern und ja, eine breitere Zielgruppe wieder anzusprechen? Klar, es ist ja im Endeffekt eine Firma, aber muss es erst rückläufige Umsätze geben, damit es zu einem Klickmoment kommt? Ein weiteres Beispiel ist GNTM. Die Sendung, die davon lebt, Mädels bloßzustellen, als wäre es ein Trash-TV-Format, Zickereien und Haarveränderung und ja, bloß draufhalten, wenn jemand weint. Heidi Klum als Moderatorin und als Sprungbrett in die Modewelt, wobei die Chance mittlerweile genauso gering ist, wie Superstar bei DSDS zu werden. Das zeigt sich auch an den Zuschauerzahlen von GNTM, die stetig über die letzten Jahre zurückgegangen sind. Was vor ein paar Jahren von Heidi noch belächelt wurde, ist heute auf einmal normal und ältere Models und Frauen mit Fokuhilas dürfen teilnehmen an Heidis Show. Und das Ganze sorgt natürlich auch für Aufsehen. Denn das Konzept von GNTM ist natürlich auch veraltet. Wunderschöne Frauen, die sich darum betteln, Model zu werden. Ob in Nacktshootings oder bei ihrem ersten richtigen Job. Das Wichtigste, immer drauf halten, wenn jemand weint. Man könnte halt wirklich denken, es ist Trash-TV. Heidi ist PR-Expertin. Sie inszeniert sich selber auf Instagram und weiß, wie man polarisiert, wie man für Gesprächsstoff sorgt und was man alles machen muss, damit man im Gespräch bleibt. Und genauso weiß sie auch, was man machen muss, damit die Sendung wieder läuft. So muss man also die Leute mit etwas Neuem begeistern oder eben polarisieren, weshalb diese Dame auch natürlich sehr, sehr lange im Gespräch war. Und wieder stellt sich hier einmal die Frage, wird hier Diversität gepredigt, weil man es wirklich will? Oder liegt das daran, dass man einfach einen neuen Schritt braucht, um die Zuschauer überhaupt zu halten? Gerade bei so einem veralteten Konzept wie GNTM. Also es geht hier um Marketing und Marketing ist eben Business. Genauso auch im Umweltaspekt. Was sich besonders durch viele meiner Videos widerspiegelt. Nette Sprüche und Zertifikate, doch nur die wenigsten können wirklich im Einklang mit der Umwelt sein. So versucht Primark beispielsweise, sich mit Primark Care eher in die Nachhaltigkeit zu begeben. Nur weil man vielleicht nachhaltige Baumwolle reinbringt, heißt das nicht, dass man sich wirklich als nachhaltig inszenieren kann. Denn Fast Fashion und Nachhaltigkeit, das ist eine Kombi, die nicht funktionieren wird. Aber natürlich ist es eben der Wertewandel, der Firmen dazu führt, vielleicht etwas nachhaltiger und grüner wirken zu wollen. Genauso wie beispielsweise McDonald's, die mit Sprüchen werben wie es gibt keinen Planet B. Sie wollen eben auf Plastik verzichten und es ist halt auch ein bisschen paradox, weil McDonald's halt einfach das billigste Billigfleisch von allen hat und das kann locker mal 2 Jahre überleben. Ich bin mir sicher, wenn dieser Planet hier schon weg ist, dann gibt es trotzdem irgendwo noch diesen McChicken, der irgendwo im Kosmos da rumfliegt und Asteroiden zerdeppert. Aber es sieht halt eben alles schön aus. Ne? Es sieht schön aus, wenn das Logo grün ist und wenn hier irgendwie noch so ein Busch ist und dann noch so ein Tier oder so drauf. Es sieht alles schön aus und das ist toll. Aber es steckt nun mal eben viel Marketing dahinter. Durch den Wertewandel
Und den Generationswandel ist es eben so, dass der Fokus der Generation auf etwas anderem liegt. Auf der Umwelt oder auf anderen Einflüssen. Genauso liegt auch der Fokus der Firmen auf etwas anderem. Frage ist ja natürlich auch, welche Zielgruppe man damit erreichen kann. Diversität und Umwelt, dafür sind Jugendliche Generation Z, Millennials, offener, weil man damit vielleicht auch mehr aufwächst. Ich glaube, das sollte für keinen ein Problem sein, wenn man Schwule sieht. Aber ich denke schon, dass es sehr, sehr viele traditionsgebundene ältere Menschen gibt, die das vielleicht eher enger sehen. Und dadurch, dass so viele Kampagnen aber eher für YouTube und für Instagram kreiert werden, glaube ich, dass das eher das Ziel verfehlt. Also klar, es ist klar, dass Firmen Jugendliche und Heranwachsende erreichen wollen, weil sie auch eben zahlungskräftige Käufer sind und auf solche Produkte achten, die umweltbewusst sind und auf Diversität achten. Und das ist all das, was Menschen anspricht. Aber Ziel von Diversität ist es ja, einen bewussteren Umgang zu schaffen und auch Diskriminierung und Chancengleichheit zu schaffen in dem Sinne oder hervorzuheben. Aber indem man ja einfach nur die Models mit Down-Syndrom und Plus-Size-Girls hervorhebt, so extrem, ist es ja in dem Sinne gar nicht normal, sondern es wird ja wirklich als etwas Kurioses dargestellt. Ich meine, ja, es gibt Plus-Size-Models. Wen will man damit erreichen? Menschen, die eigentlich schon offen dafür sind, die das schon kennen. Kann man Diversität und Inklusion vermitteln, wenn man eigentlich nur die Menschen erreicht, die schon damit erfahren sind? Sollte man nicht eher weitergehen über sie hinaus und das Menschen vermitteln, die vielleicht keine Berührungspunkte damit haben? Die Firmen tun einfach nur das, was teilweise von ihnen erwartet wird. Denn sobald dies nicht getan wird, besteht die Chance, gecancelt zu werden. Und das ist natürlich auch die Frage, inwiefern man das wirklich freiwillig tut und vielleicht nicht für Marketing tut, sondern wirklich, weil man diesen Wertewandel lebt. H&M posierte beispielsweise stolz mit seinen Plus-Size-Models und schaffte aber gleichzeitig die Plus-Size-Kollektion aus den Geschäften ab und verschiebt das eher auf das Online-Business. Und die Begründung dafür war, dass der Konsum besonders in diesem Bereich der Plus-Size-Kollektion eher im Online-Handel lag und die Anfragen im Online-Business nach diesem Sortiment eben höher sind. Tatsächlich war das dann aber so, dass man dann aufgerufen hat, H&M zu boykottieren. Also alles muss man halt heutzutage boykottieren, ne? Die Frage ist halt, ist Boykottieren immer der richtige Weg? Ich glaube schon, dass man darauf aufmerksam machen kann, definitiv. Aber ein Boykott ist nicht das Richtige. Was ich damit sagen will, Diversität ist auf jeden Fall cool und Umwelt ist cool und Diversität in der Werbung spiegelt auf jeden Fall auch die Gesellschaft wider. Denn wir sind alle divers, wir sind individuell und dass man eben anderen Models eine Chance gibt, die nicht eben diese Norm haben und damit auch vielleicht so ein bisschen Norm aufbricht, das ist auch cool. Ich denke aber eher, dass es so dermaßen künstlich hervorgehoben wird, dass es sehr, sehr viel Authentizität nimmt. Viele Firmen brauchen auch erst rückläufige Umsätze, rückläufige Zuschauerzahlen, einen Boykott, damit ein Wertewandel stattfindet. Manche Konzepte wie GTM sind beispielsweise so veraltet, dass sie dringend PEP bräuchten. Ob das jedoch darum besteht, künstlich Diversität reinzuholen, ich weiß nicht, denn die Masche ist ja eigentlich immer noch dieselbe. Da Umwelt und andere Aspekte immer präsenter werden, ist es wichtig, dass sich eben Firmen diese Sache annehmen und auch vielleicht einfach nur versuchen, auch wenn es nur ein Versuchen ist. Leider steckt aber dahinter einfach nur oft eine schlaue Marketingkampagne, die den Umsatz maximieren soll. Aber damit möchte ich auch nicht sagen, dass alle Firmen so sind. Also natürlich ist es ein Teil Marketing, aber natürlich ist es auch der Wille, umweltbewusst zu sein. Ihr solltet einfach nur selber hinterfragen, okay, ist diese Firma jetzt wirklich so oder ist es einfach nur gerade eine Art Trend, der vielleicht nächstes Jahr vorbei ist? Es ist immer wichtig, dass ihr über das nachdenkt, was euch vor die Nase gesetzt wird. Und das habe ich schon in sehr, sehr vielen Videos gesagt. Denn es gibt sehr viele Videos, die komische Sachen vermitteln und wo sich im Endeffekt rausstellt, so hey, oh, die haben gelogen und oh, okay, das klingt cool, aber irgendwie macht das gar nicht so viel Sinn, weil das ist ja selbstverständlich. Und das ist immer so, worüber wir nicht vielleicht so nachdenken wollen, aber nachdenken müssen. Und natürlich mache ich das auch gerne mal für euch mit meinen Videos, aber natürlich seid ihr auch wichtig, weil ihr seid die Zielgruppe und es ist das, was ihr draus macht. Wie gesagt, Diversität und Nachhaltigkeit ist cool, aber wenn man das so dermaßen hervorhebt, weiß ich nicht, ob das wirklich zur Normalität wird oder ob das einfach nur
Marketing ist. Habt ihr Beispiele, wo ihr denkt, dass das vielleicht einfach nur ein PR-Move sein könnte? Ab damit in die Kommentare und ihr könnt mir gerne sagen, was ihr davon haltet. Gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben und dann sehen wir uns nächste Woche, Sonntag 18 Uhr.